Hey ho und herzlich willkommen. Willkommen zurück eventuell hier zu Eastshade mit mir, dem Vorbuddler. Natürlich von minenarbeit.de. Wir haben die Ruhe weg. Wir sind wunderbar entspannt und wollen heute es versuchen, das Geld zusammenzukriegen, um endlich über die Brücke zu gehen. Hier auf die sagenumwobene andere Seite. Ob uns das gelingt, das seht ihr jetzt in dieser Folge. Entspannt euch schön. Habt eine schöne Zeit. Viel Spaß. Ja, Leute, wie geht's euch? Ist alles schön? Habt ihr einen schönen Tag gehabt oder was auch immer? Dann lass uns mal ein bisschen Eastshade spielen. Das kleine Mädchen ist auch wieder da. Thanks again for the canvas. Ja. Ich finde ihre Stimme sehr grell. Ich frage sie jetzt auch nicht weiter. Ich habe jetzt auch gerade wieder, ich schalte selber gerade frisch ein und möchte mich ihr ein wenig entspannen. Ich weiß inzwischen auch ein paar Dinge mehr über dieses Spiel. Hatte euch das, glaube ich, in der letzten Folge ja auch gesagt, dass ich hier die ersten Folgen auch mehr oder weniger am Stück hintereinander aufgenommen habe, ohne mich jetzt weiter zu informieren. Das finde ich auch sowieso doof, das Informieren. Huch! Eine Ratte! Kann ich die hauen? Nee. Warum soll ich jetzt auch eine Ratte hauen? Ist also friedlich. Wir mögen Ratten. Ratten sind schön. Ja, ich kenne ja einige Leute, die tatsächlich Ratten schön finden, klar. Warum auch nicht? Mein Gott. Ach. Nee, rennen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Was auch sonst. Ja, ich muss natürlich schon gleich noch ein paar Questen erledigen. Questen? Quests? Quasten? es ist alles egal in diesem Spiel. Es ist alles wunderschön. Alles total relaxed. Nee, pass auf, jetzt mal wirklich ein bisschen Gas geben hier. Komm. Man kann diese Bilder zum Beispiel nicht exportieren. Das war die große Frage. Leider kann ich diese Bilder nicht exportieren. Man müsste das vielleicht mit einem regulären Screenshot oder so nochmal versuchen. Aber es bringt ja irgendwie nicht so viel. Dann eben nicht, ne? So, das war eine Sache. Dann haben wir festgestellt, dass das Spiel bei weitem nicht so gewaltfrei ist, wie wir vielleicht dachten. Ja, und was ich noch rausgefunden habe, das kann ich euch ja im Laufe der Zeit noch erzählen. Es ist jetzt nur so, dass ich sonst außer dem Kind niemanden mit einer Sprechblase sehe. Und hier könnte man vielleicht auch nochmal ein Thema... Ja, können wir ein Thema wählen und... über den verlassenen Turm vielleicht sprechen? That place is haunted. Every time I go there, I hear weird sounds. And some nights the windows light up. It's kind of creepy. I'm not scared of ghosts, though. So, so. Ah, jetzt ist das sogar aktualisiert worden. Gut. Und der Architekt, was hast du zu dem? Old guy. I'm pretty sure. So ein Uralter, du mehr weißt du nicht über den. Ja, dachte ich schon was. My mom takes me there sometimes, but I'm not allowed to go by myself. Ist ja auch gefährlich, dein alt Lido, oder Lindo, das haben wir ja schon gesehen, dass das total gefährlich ist. Da ist ja wirklich alles zusammengebrochen und so. Vielleicht finden wir jetzt in der Gaststätte noch jemanden, den wir mal sprechen können. Oh, sogar zwei. You look well. Danke. Ach, die kann auch... Ach ja, das ist ja unser Thema. Rindo-Aufguss. Wiesenkräutermet. Das hätte ich ganz gerne. Aber das kostet ja richtig viel. Und das ist unser Problem. Wir brauchen ja eher Geld. Wir können noch nicht so viel ausgeben. Ich klau mal die Kerzen, ne? I feel so adventurous staying here in Lindo. Ja, wo kommst du denn ursprünglich her? I live in Nava, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindo offers. Ja, Lava, das ist ja auch tatsächlich, oder Nava, ne, nicht Lava. Moment, Lindo erscheint mir nicht allzu primitiv. How humorous you are. I like that in a person. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience. But I braved through it all. Das klingt nach einer beschwerlichen Reise oder ich habe gerade eben
so einen schlimmen Schiffbruch überlebt. I'm guessing you're a bit inexperienced in travel safety. Perhaps you should consult me for advice before your next journey. Ja, das sollte ich vielleicht tun. I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Ich finde ja, die sprechen alle sehr schönes Englisch, so schön gut synchronisiert. Aber der Entwickler ist ein Amerikaner. So, und ist auch hauptsächlich ein Mann, der vor ein paar Jahren seinen Hauptjob als 3D-Designer bei einem AAA-Studio aufgegeben hat, um sein eigenes Spiel hier zu machen. Und das ist dann geworden. Pass auf, ich schau mal kurz nach, ob ich hier nochmal sehen kann. 15.03 Uhr ist es schon. Sollten wir uns eh sowieso mal etwas... Ah ja, hier sind unsere... Genau, das sind unsere Quests, die wir noch offen haben. Was haben wir an Geld? 50. Seht ihr, wir sind nämlich nicht mehr so weit von den 60 entfernt, die wir brauchen, um die Brücke zu überqueren. So, wenn ich jetzt noch wüsste, ja, Federn können wir zum Beispiel sammeln. Ich habe vielleicht wieder ein paar Federn gefunden, die ich dem Bücherwurm oder der Leseeule geben könnte. Die da oben am Baum sitzt. Falls sie da nicht mehr sitzt, ist sie vielleicht in ihrem Haus in Alt-Lüdo. Ich kann mir den Namen nicht so richtig merken, aber das kommt schon noch. Ja, und die Nacht, das war auch noch das Problem. Das ist tatsächlich Kälte. Wir können aber später wohl auch einen... Bin ich schon vorbeigelaufen oder was? Ach, hier sitzt du doch. Ja, wir können uns auch Mäntel und so irgend sowas herstellen. Jedenfalls uns auch entsprechend ausrüsten. Und dann wohl auch nachts rausgehen. Aber ich kriege ja schon die Hinweise, man soll das besser nicht tun. Aber wir wollen ja mal nachts raus, auf jeden Fall, ne? Auch allein, um mal den Geist zu sehen am verlassenen Turm. So, ich gucke gerade nur hier noch ein bisschen nach Federn, aber ich glaube, ich habe hier schon alles aufgesammelt. Federn verkaufen, wir haben wieder ein paar. Oh, nur eine. Ach, kriegen wir auch nur einen für. Oh. Na gut, aber es wäre toll, wenn ich nochmal irgendwem ein Bild malen könnte. Ja, eine habe ich noch gefunden, aber ich glaube, wir... Oh, da liegt nochmal was. Hey, hier liegen noch Sachen. Das sind aber jetzt Stöcke, die brauchen wir selber für unsere Leinwände und so. Aber, ja, ich glaube, wir rennen zur Stadt. Da fällt mir doch nochmal was ein. Und zwar der fiese Möb, der uns in der letzten Folge eins auf die Nase gehauen hat. Der hat ja diese Nachbarin, die ihn auch nicht mag. Und da liegen noch mehr Federn, seht ihr? Und damit können wir unseren Schnitt machen. Ha! Das wird doch ganz gut funktionieren. Ich würde die Brücke ja auch ganz gerne überqueren mit noch ein bisschen Geld in der Tasche. Ja, aber diese Nachbarin... Die hilft uns vielleicht auch nochmal weiter. Komm, hier liegen noch ganz viele Federn. Hier haben wir echt noch einiges zu entdecken. Was auch kurios ist, dass viele Leute wohl irgendwie seekrank werden bei dem Spiel. Weiß jetzt nicht, was damit auf sich hat. Dass es echt so übel wird irgendwie. Was ich feststelle, ist, dass das recht sensibel auf die Maus reagiert. Das ist wahr. Also wenn ich aufpasse, wackelt es doch sehr. Ich habe meine Maus jetzt schon richtig super langsam gestellt. Ich habe ja so eine Gamer Pro Maus, ne? Da kann man das mal eben machen. Da kann man etwas schöner schwenken. Allerdings ist das in den Menüs dann wieder doof. Da hat man immer so viele Wege. Ja, das sind so First World Problems, ne? First World Probleme. Sollen wir machen? Komm, dem geben wir richtig die Federn ab, dann weiß ich auch, was los ist. Hier, du. Was haben wir? 7 Stück. Alle verkaufen. Komm, ich will alle verkaufen. So. Es fehlen uns noch 2 Orken. Pass auf, das macht jetzt die Nachbarin. Wetten, die hat jetzt irgendwie eine Belohnung für uns.
Guten Abend, darf ich mal reinkommen? What Isan did to you is downright uncivilized. Mm. But I'm not a bit surprised. Ja, ich habe ihn ja vielleicht provoziert. Oh, I very much doubt that. That man is simply a bad apple. Thank the stars Aaliyah was able to leave with Lenny. I think he'll be much happier with his aunt. Safe travels. Das war alles. What Isan did to you is downright uncivilized. But I'm not a bit surprised. Na gut. Ich würde dir aber gern ein Bild malen. Kannst du mir nicht mal, das ist noch milder ausgedrückt. That man is simply a bad apple. Ach, da kommt die gleiche Antwort. Thank the stars Aaliyah was able to leave with Lenny. Ob ich vielleicht mit dem noch mal sprechen soll? Ich meine, mal gucken. Der Sheriff war ja da. Oh. Der scheint aber jetzt bedrückt zu sein. Heißt das ein schlechtes Gewissen, mein Freund? Ja, 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 hier Frauen schlagen, ne? Ja, brauchst gar nicht so zu gucken. I have nothing to say to you. Just get out. Ja, ist ja gut, dann eben nicht. Ich wollte nur gucken, ob wir vielleicht doch wieder irgendwie Freunde werden oder so. Guck mal, ist so eine schöne Welt hier. Ist das so schade, um das mit Feindschaft zu verschwenden und zu verpesten und zu verdrecken. Ach. Ja gut, aber so Typen gibt's halt überall. Selbst in dem schönsten Spiel. Guck mal, das ist noch ein Turm. Das ist noch richtig groß hier. Seht ihr die Windmühlen da hinten? Ja, komm, da müssen wir einfach noch zwei Federn finden, denke ich mal. Dann hätte ich 60 Ocken. Mit euch ist auch überhaupt nichts los hier, oder was, ne? Basteln da die ganze Zeit und rauchen sich einen heimlich. Dieses Seil hier ist mir auch schon aufgefallen. Schon in der letzten Folge, wo das wohl hinführt. Guck mal, könnt ihr das sehen? Das führt da oben in den Himmel. Es ist mysteriös, ne? Ich würde das gerne alles herausfinden. Da liegt aber noch eine Feder. Und jetzt brauche ich nur noch eine. Wetten, das ist exakt genau auf die 60 abgezählt. Das Geld, was wir hier verdienen können in dem ersten Level. Schau mal, eben 18.25 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, wann die Nacht tatsächlich anfängt. So, Herr Fischer hat auch nichts mehr für uns. Da ist aber jetzt jemand irgendwie. Das ist der Sheriff. Sheriff, hallo. You don't look like you're from around here. I'm the sheriff of the island. Ich kenne dich doch schon. Glad to meet you. Anything I can help with? Du hättest ja vorher ja schon stehen müssen, ne? Hast du hier viel zu tun? Yes, extremely busy. It's not all about crimes and capers. Though it is about that too. Anything else? Anything else? Der hat jetzt... Ne, bis später, Sheriff. Ich gehe jetzt auch, glaube ich, mal langsam zurück, weil es wird allmählich dunkel. Und wir wissen ja, was dann passiert. Komm, hier liegen noch Sachen. Jetzt habe ich bestimmt noch Glück. Und finde das letzte Federchen. Das Federlein. Stille. Ja, da geht es ja nach in die Altstadt. Und hier ist wieder der Haupteingang. Ja, Quatsch, genau. Das ist hier der Haupteingang. Cool. Hier könnte man vielleicht nochmal ein bisschen lang laufen. Von hier ist mich ja schnell zurück in der Herberge, aber ich finde keine Feder mehr. Da vorne liegen noch Sachen. Und da hat auch... Ah, nee, das ist... Achso, das sind nur so auffallende... Verschlüsse oder so. Come back to me after you've been to Nama. Then I will be your driver. Genau. My ox is strong, no? Ja, dein Ochse ist strong. okay.
Da sollen wir ja zuerst zu Fuß hinlaufen. Genau, das haben wir ja vor. So, pass mal auf, ich gehe jetzt mal schlafen. In eine Herberge. Uhr. Ich bin schon wach. Seid ihr auch schon wach? Schöner Tag heute wieder. Schaut euch mal den schönen Tag an. Das wird ein schöner Tag. Ja, ich glaube, wir werden heute die Brücke überqueren. Denn ich habe alle Federn gefunden, glaube ich. Nur die Laser-Eule habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich war auch gerade noch mal in der Altstadt, in ihrem Haus. Aber da ist niemand. Vielleicht sitzt sie jetzt doch noch unter ihrem Baum. Müsste ja auch irgendwo hier sein. Wieso erkenne ich das immer so schlecht? Wir sind ja auch schon wieder zu weit gelaufen. Ne? Moment, oder ist das hier noch irgendwie zu weit in der einen Richtung? Ja, genau, wir müssen mehr da hinten rüber. Ah, kommen wir mal ein bisschen querfeldein. Vielleicht finden wir ja doch noch ein paar weitere Federn. Nee, sieht nicht so aus. Ach, da ist sie ja. Federn verkaufen. Ah, doch, genau 60. Okay, super. Vielen Dank, Eule. Ich werde jetzt losgehen. Über die Brücke. Tralala. Mal gucken, ob der Sheriff auch noch da steht. Fühle ich mich etwas besser, wenn der in der Nähe ist, der dicke Sheriff-Bär. No. Okay, ja, Kinders. Was erwartet uns denn da hinten auf der anderen Seite? Das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren und ich auch. Freut euch drauf. Schaltet wieder ein auf jeden Fall und wenn es euch heute gefallen ist, dann wisst ihr auch hoffentlich jetzt, was ihr zu tun habt. Bis dahin also, wünsche ich euch eine schöne Zeit noch. Träumt schön von East Jade und ja, bleibt schön sauber, habt viel Spaß noch und lasst euch auch keine Angst einjagen.